Ich habe mir heute etwas ganz Besonderes für euch ausgedacht. Denn ihr wisst bestimmt, was morgen für ein Tag ist, oder? Ja, Maxi. Morgen ist Valentinstag, Basel. Valentinstag. Ja, ganz genau. Morgen ist Valentinstag. Und wir kennen den Tag ja auch als Tag der Gefühle. Und deshalb werden wir morgen etwas ganz Besonderes basteln. Ja, Anna? Basteln wir Schokolade? Nein, Schokolade basteln wir nicht. Aber wir falten uns unsere eigenen Gefühlsschachteln. Ihr dürft diese Gefühlsschachteln so bunt und schön ausmalen, wie ihr möchtet. Und als Hausaufgabe bekommt ihr auf, einen total schönen Brief zu schreiben. Entweder an euren besten Freund oder vielleicht auch an jemanden ganz Besonderen. Na Schatz, und? Wie war's heute in der Schule? Ja, geht so. Geht so? Ist da was Besonderes vorgefallen? Waren es wieder diese Christina und die andere, die, wie heißt die doch? Natalie, nein. Ne, was war denn? Wir sollen am Valentinstag so blöde Briefe verschicken. Briefe? Ja, da soll irgendwas Nettes dran stehen. Ja. Und dann sammelt Frau Hasel die Briefe ein. Mhm. Und will Postbote spielen. Richtig peinlich. So. Ich wette, ich bekomme sowieso keinen. Doofe Briefe, doofer Valentinstag. Oma? Komm mit, ich will dir was zeigen. Nimm die Kiste mit. Genau. Komm mal. Wir setzen uns. Wow. Warum hast du denn so viele Briefe in der Kiste versteckt? Das sind einige der Briefe, die dein Opi und ich uns geschickt haben. Vor viele, viele Jahren. Weißt du, ich habe in Deutschland studiert und dort habe ich dein Opi kennengelernt. Aber dann musste ich nach England zurück. Aber er hat mir jeden Tag einen Brief geschickt und ich ihn nehme darin Brief. Und weißt du, seine Schrift und die liebe Wörter, wo ich alleine war, dann war es, als ob er nahe mir war. Das war schön. Und es kam ein Tag, ich durfte nach Deutschland zurück und wir haben geheiratet und wir waren so glücklich, so glücklich. Bis zu dem Tag, wo sein Herz viel zu früh aufhörte zu schlagen. Aber die Briefe habe ich immer noch. Und wenn die Nächte einsam sind, dann habe ich die Briefe. Und die trösten mir, wo ich dein Opi vermisse. Und weißt du, es sind immer noch Leute auf der ganzen Welt, die sich immer noch freuen, wenn sie so einen Brief bekommen. Wo gehst du hin? Ich muss noch einen Brief schreiben. Thank you.